Name ist Patrick Brehm. Ich bin Fahrerchef beim Jakobshoren und fahre jetzt die 8 Saison da oben. Ja, fahren ist eine Leidenschaft. Entweder man hat sie oder man hat sie nicht. Aber wenn man sie einmal hat, dann bringt man sie nicht mehr so schnell los. Ja, meine Aufgabe ist, oder besser gesagt unsere Aufgabe, wir sind ein Team. Unsere Aufgabe ist, dass wir die Piste jeden Abend bis am Morgen präpariert haben und einen Teppich haben für die Gäste. Die Schwierigkeit ist dabei in jedem Verhältnis, weil der Schnee ist jeden Tag anders. Zum Beispiel die letzten zwei Tage haben wir recht viel Schnee bekommen, dass man dann immer eine perfekte Piste herkriegt, was leider nicht immer möglich ist. Und dass man überall raufkommt mit den vielen Schneemassen. Und gefährlich ist halt wegen der Lawinengefahr. Und, ja. Generell arbeiten wir eine Nacht vom Viertel vor 5 Uhr bis fertig. Das variiert halt immer ein bisschen, je nach Arbeitsaufwand. Und je nach Wetter fahren wir halt auch mal am Morgen fahren. Oder sei es Anfangssaison, dann wir auch einstoßen. Und sonst fahren wir eigentlich immer am Abend. Ja, man hat zur Unterstützung haben wir Seilwinden. Und für die, die Solo fahren, ist halt mit der Erfahrung und haben ein bisschen Geduld und Gefühl, dass man überall raufkommt. Das ist halt ein bisschen Routine-Sache. Die Freude habe ich halt mit der Maschine zu arbeiten, mit der grossen Maschine. Ist mal komplett etwas anderes. Die Ruhe auf dem Berg, die schönen Sonnenuntergänge, die schönen Sonnenaufgänge. Ja, das erfüllt mich halt mit Freude.